Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, beim Crashkurs Das perfekte Urlaubsfoto. Ich grüße aus der Karibik auf der Aida Mar, die sich gerade mit ungefähr 19 Knoten Richtung Osten bewegt, auf die Dominikanische Republik hinzu. Unser Pärchen, die Rahel und der Arthur, hatten gestern ihren ersten Fototag, wobei man im Hinterkopf behalten muss, dass dieser Fototag ein bisschen schwieriger zu meistern war. Es ist Anreisetag gewesen. Wir kennen uns auf dem Schiff gar nicht aus. Wir hatten ganz viele Formalitäten zu erledigen. Wir mussten auch erstmal ganz viel Zeugs erledigen, was so drumherum gemacht werden muss mit der Fotoausrüstung, mit der Videoausrüstung und so weiter und so fort. Trotzdem haben die beiden richtig tolle Fotos gemacht, haben jede Sekunde auf dem Schiff genossen und genutzt. Und ich bin froh, dass es heute mit der ersten Folge losgehen kann. Deswegen sage ich ganz viel Spaß beim Zuschauen, ganz viel Spaß beim hoffentlich Nachmachen und los geht's. Wir sind hier gerade am Außendeck und die AIDA rauscht durch die Karibik mit einigen stolzen Knoten. Das Ganze ist gekürt von blau aus dem Wasser, leicht bläulich im Himmel, also eigentlich Traumbedingungen und alle wollen eigentlich nur noch an Land und endlich ins Wasser und endlich Sachen erleben. Aber es gab ja sozusagen den ersten Seetag, gestern war Eindocken oder Anschiffern, Andocken. So, jetzt die Frage an euch, wie war der gestrige Tag? Sehr stressig auf jeden Fall, weil wir halt sehr viel unterwegs waren, von dem einen Haus hier runterfahren mussten aufs Schiff und viele Taschen dabei hatten, aber wir haben trotzdem geschafft, ein paar Fotos zu machen. Und jetzt ist die Frage, was habt ihr bisher so erlebt, so fotografisch gesehen, Arthur? Ja, Fotograf, was haben wir denn erlebt? Also wir haben super viel ausprobiert gestern, also in erster Linie viel mit der Kamera erstmal irgendwie überhaupt ein Gefühl dafür bekommen, für das große Teil im Verhältnis zum iPhone. Mhm. Alle möglichen Sachen ausprobiert, mögliche viele Fehler wahrscheinlich auch gemacht, auch viel gelöscht, aber so ein ganz gutes erstes Gefühl dafür bekommen. Liebe Zuschauer, die Abfolge ist ja immer bei unserem Crashkurs so, dass wir jetzt die Bilder besprechen, die die beiden jetzt am gestrigen Tag gemacht haben und dann werden wir ein neues Thema öffnen und dann gibt es sozusagen die neue Tagesaufgabe und dann werden wir morgen uns die Bilder wieder angucken, die heute entstanden sind. Ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht. Ich habe mir gestern Nacht eure Speicherkarten geklaut, während ihr geschlafen habt. Ich habe so ein Masterkey für alle Kabinen von euch und habe mir die Bilder. Wer ist das denn heute Nacht? Ja, nee, den lasse ich jetzt mal nicht mehr. Aber ich habe mir alle eure Bilder gesogen und habe da ein paar Sachen ausgewählt. Und was war nochmal die Aufgabe von gestern? Könnt ihr euch daran erinnern? Das war das Spielen bzw. die Arbeit mit Dynamik, mit Kontrasten, ne? Genau. Habt ihr da Erfahrung gemacht? Jetzt mal, bevor wir reingucken, was sind so eure Konsequenzen, eure Schlüsse daraus? Ja, also vor allem haben wir es immer im Vergleich zum Handy gesehen und versucht und da halt die Unterschiede schon gemerkt, einfach, dass die Kamera mehr Dynamik hat und das Handy mehr, ja, so schwarz-weiß, mehr Kontraste viel stärker macht und dadurch hat man einfach nicht so viele Möglichkeiten, ein Bild einzufangen, wie gerade zum Beispiel einen Sonnenuntergang. Für dich nachträglich soll es auch wichtig sein, da noch ein bisschen Zeichnung drin zu haben, weil oft machst du ja, habe ich gesehen, an deinem Handy so ein bisschen heller, dunkler, noch ein bisschen da Tiefen hochholen und so. Klar. Das ist ja so deine Bearbeitung am iPhone. Was hast du daraus gezogen aus dieser Aufgabe gestern? Ja, super wichtig, was ich kennengelernt habe, ist einfach darauf zu achten, wo ich gerade stehe. Stehe ich jetzt im Hellen, stehe ich im Dunkeln und das, was ich fotografiere, das, was ich quasi, was das Objekt ist, ist es jetzt Chiral oder irgendwas anderes, wo steht dieses Objekt? Steht es dann wieder im Hellen oder im Dunkeln? Und da quasi so das Gefühl dafür zu bekommen, auch das Verständnis dafür. Ganz krass auch, wie unser Auge viel besser ist. Ne? Wir stehen hier, sehen alles, wir machen so ein bisschen mal die Augen zu, kneifen, weil es hell ist, aber eigentlich haben wir gar kein Problem. Und wie sehr wir da aufpassen müssen mit der Kamera. Ne? Wollen wir uns einfach mal Bilder angucken? Ich habe mir ein paar rausgesucht. Am Anfang möchte ich einfach mal Vergleiche anpacken. Ihr habt bessere Fotos gemacht. Ich habe jetzt teilweise auch Fotos rausgesucht, die wahrscheinlich ihr gelöscht hättet, aber die einfach wunderbar sind, um was zu zeigen. Du hast hier die Rahel in einen Busch gestellt und die Sonne, die kommt hier von oben und ich mache hier mit Gelb. Die Sonne kommt hier von oben und trifft so ein bisschen ihr Dekolleté.
Und wenn wir jetzt hier uns die Stelle genauer angucken und wir gucken die gleiche Stelle mal im vergleichbaren Handyfoto an, dann sehen wir etwas, was wirklich halt einfach ausschlaggebend ist. Hier auf der Brust hat sie keine Hautstruktur mehr, das nennt sich ausgebrannt. Da wird es wirklich weiß und dann ist einfach jegliche Information oder Textur, Struktur, Hauttextur ist weg. Während hier auf dem anderen Bild sieht man, da ist es hell, aber wenn man genau hinguckt, dann sieht man sogar noch Hautporen und dergleichen. Und es ist ja im Grunde die gleiche Belichtung, bloß deckt eben eure Kamera mehr Dynamik ab als euer Handy. Ne? Ja. Also daran kann man es gut erkennen. Gehen wir mal weiter. Ich habe hier noch ein Foto gemacht, Selfie wahrscheinlich mit deiner Kamera, oder? Mhm, genau, ja? Mit der Selfie. Was man hier sehr deutlich sieht, ist, dass ihr hier in die Sonne rein fotografiert habt. Also hier ist die Sonne, die hier strahlt, auch die Reflexion. Und das hier ist eine sehr, sehr, sehr kritische Situation, weil viel heller als direkt in die Sonne oder in Reflexionen, das gibt es eigentlich gar nicht. Wenn wir jetzt mal das gleiche Handyfoto angucken, dann ist zwar euer beiden Schädel, die sind relativ gleich belichtet, aber wenn wir jetzt hier auf diesen Bereich gucken, dann könnt ihr mir mal sagen, was ihr hier genau nicht seht. Ja, das ist auch wieder ausgebrannt und wir sehen nicht die Struktur des Meers. Genau, wir sehen eigentlich nichts. Keine Wellen. Hier haben wir das Ausgebrannte nur in diesem kleinen Bereich hier und ihr merkt, irgendwo hört jede Dynamik jeder Kamera auf. Also ich kann euch versprechen, jede noch so teure Kamera hätte hier im direkten wassernden, spiegelnden Wasser keine Zeichnung mehr. Aber es ist natürlich schon frappierend zu sehen, dass hier beim Handy der komplette Bereich, eigentlich das Hälfte des Bildes ist weiß. Und das ist natürlich nicht schön. Das ist halt so, so sieht ein Handyfotos aus. Ja. Und wenn man da noch ein bisschen was machen will, da ist halt auch nichts mehr rauszuholen. Nee. Übrigens, auch ein Vorteil, warum man Kameras nutzt und nicht Handys. Seht ihr, wie schön der Hintergrund so ein bisschen sichtbar ist, aber dann doch irgendwie so leicht matschig, unscharf, also so eine, nennt sich das, weich gezeichneten Hintergrund hat. Hier beim Handy ist einfach alles scharf und der Hintergrund hier, der ist nur deswegen unscharf, weil die Sonne überbrennt. Mhm. Ihr habt einfach kaum Unschärfe beim Handy, keine Freistellung, während hier beim großen Kamerafoto schon hier unten die Wellen so ein bisschen sanft weich werden. Also das ist ganz, ganz, ganz großer Unterschied auch in der Hinsicht. So. Noch eine Sache, ja. Also man erkennt es zwar nicht wirklich gut, aber hier stehst du. Ja. Ja. Der Himmel, so sah doch gestern der Sonnenuntergang aus, oder? Ja, sehr spät, genau. Ja. Kam kurz nochmal so ein leichter Sonnenschein durch die Wolken durch. Und jetzt hast du auch gleichzeitig die Aufgabe perfekt erfüllt und du hast hier ein helles Foto gemacht. Da sieht man jetzt dich, hier sieht man den Himmel. Und da merkt man daran, man kann sich als Fotograf einfach manchmal nicht alles ins Bild packen, was man möchte, sondern wir selber, wir haben ungefähr das gesehen plus den Himmel. Die Kamera kann es aber nicht. Ja? Das ist jetzt alles mit der großen Kamera fotografiert, ne? Mit deiner, glaube ich. Mit meiner, genau. Und egal wie gut die Kamera ist, diese Sonnenuntergangsbilder sind einfach zu hochkontrastig. Das heißt, die Dynamik ist zu groß und man muss sich entscheiden. Ja. Ja? Perfektes Beispiel dafür. Oder hier auch nochmal bei dir. Hier sieht man, da stehst du. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Der hier Rest, der perfekt belichtet, so sah die Karibik gestern aus. Während beim nächsten Foto man eben hier dich sieht. Aber dafür ist das komplett weg und das sieht fürchterlich aus. Also hier diese weißen Flecken, da, du guckst ins Weiße, also da ist nichts mehr. Ja. So haben wir das nicht gesehen, so sieht auch kein schönes Foto aus. Mhm. Stimmt. Jan? Habt ihr an den Beispielen was gemerkt? Das, was du angesprochen hast, das war perfekt gesagt. Man muss sich als Fotograf daran gewöhnen, gewisse Situationen nicht ändern zu können. Mhm. Und man muss einfach lernen, kann ich hier fotografieren und auch, wie will ich hier fotografieren? Also was ist mein Ziel? Will ich den Hintergrund, den Himmel zeigen, dann kann ich vielleicht nicht gleichzeitig dich oder sie mit reinbringen, während auf der anderen Seite, wenn ich sie zeige, dann kann ich vielleicht nicht einfach den Hintergrund mit reinbringen. Also steht man häufig vor dem Problem, sich entscheiden zu müssen. Ja. Das ist übrigens ein Problem von vielen Menschen, dass sie sich nicht entscheiden können heutzutage. Und das lernt man in der Fotografie. Das ist so wie morgens Outfits anziehen. Weißt du, du hast so einen Schrank und man muss sich irgendwie entscheiden. Man kann nicht alles anziehen, weil wenn man von jedem Outfit irgendwas anzieht, dann kommt nachher Kacke raus. Ja. Und das ist beim Fotografieren genauso. Man hat viele Optionen. Du kannst an der Kamera rumdrehen und trotzdem musst du dich irgendwie entscheiden. Wisst ihr, was ich gemerkt habe, was ihr auch nicht wirklich 100% umgesetzt habt? Sozusagen, also ihr hättet mehr Potenzial gehabt.
Ich habe mal mir alle Bilder von euch gestern angeguckt und habe mir heraussuchen lassen, es geht über das Programm, mit welchen Brennweiten ihr ungefähr fotografiert habt. Mhm. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ihr habt fast nicht gezoomt. Das heißt, ihr habt fast alle Bilder im Standard-Weitwinkel der Kamera fotografiert. Und das kommt so ein bisschen wahrscheinlich von eurer Handyfotografie. Die hat euch so ein bisschen verschandelt. Yeah. Ja, man, auf dem Handy ist man es halt einfach nicht gewohnt, irgendwie ranzuzoomen. Weil ich kenne das auch vom Handy, wenn ich damit fotografiere und ich da ranzoome, wird das Bild einfach unscharf. Wir kommen noch in einem extra Kapitel dazu zu Brennweite. Aber was ihr verstehen müsst ist, Brennweite ist nicht nur, dass man irgendwie sich mehr ranholt, sondern Brennweite verkleinert auch den Hintergrund. Das heißt, das macht die Bildsprache oftmals klarer. Also ihr müsst Folgendes verstehen, wenn ich jetzt hier mit dem Weitwinkel stehe, dann nehme ich den ganzen Hintergrund drauf. Ja. Wenn ich ein Tele mache, dann schrumpft es ein. Das heißt, ich kann mir kleinere, partiellere Dinge raussuchen. Und was ihr hier auf der Reise öfters mal mitbekommen werdet, ist, dass ihr eine Location habt, die nicht 360 Grad gut aussieht. Ihr habt manchmal ganz kleine Ecken, die gut aussehen. Ja. Und wenn ihr Brennweite nutzt, dann könnt ihr euch diese Ecken rausnehmen. Wenn ihr immer mit dem Weitwinkel fotografiert, dann fotografiert ihr oftmals einfach zu viel drumherum mit drauf. Und wenn ihr da näher rangeht, dann wisst ihr ja selber, dann wird alles verzogen, dann sieht das alles blöde aus. Und ein Weitwinkel ganz nah am Gesicht, das macht dann einfach alles unförmig. Aber kurz Frage an der Stelle, man könnte das doch einfach in der Nachbearbeitung dann einfach quasi zuschneiden, den Bereich, den man braucht. Ja. So machen wir das dann als Handyfotograf? Ja, könnte man. Aber da gibt es auch wieder verschiedene Dinge, die dagegen sprechen. Da ist zum einen die Qualität. Ja, die Kamera ist zwar viel, viel, viel besser als ein Handy, aber irgendwo hat jede Auflösung seine Grenzen. Man kann auch keine Profikamera unendlich beschneiden. Und es macht auch keinen Sinn, wenn man einfach nur am Rädchen drehen muss. Ja, versteht ihr? Das ist so, ihr habt die Option nicht beim Handy, aber ihr habt sie jetzt. Und das nachträglich zu beschneiden, ist fast schon aufwendiger und nachteiliger, als einfach am Rädchen zu drehen. Ja. Ja, da könnt ihr also voll deutlich mehr spielen. Okay, wir gehen weiter. Hier ist übrigens im Bild auch wieder ein Teil ausgebrannt, aber juckt gar nicht so stark, weil man sieht ja, dass es eine helle Umgebung ist. Das ist sehr schwierig, versteht ihr? Ich kann euch nicht sagen, macht nichts Weißes aufs Bild, weil manchmal geht es nicht anders und manchmal stört es auch gar nicht so dermaßen. Ich kann euch bloß sagen, das ist eben, was man mit Dynamik versteht und eigentlich ist es weniger schön. Schöner wäre, wenn man hier weiter die Mauer und wenigstens ein bisschen Struktur sehen könnte. Mhm. Ja? Wenn wir das nochmal zum Verständnis, wenn wir hier einfach mehr gelassen hätten oder wie soll ich das verstehen? Nee, wenn ihr anders, also wenn ihr zum Beispiel sich eine Wolke vor die Sonne geschoben hätte, wir sind jetzt nicht mehr bei Brennweite. Okay, okay. Mhm. Wenn jetzt das Ganze weniger hell hier wäre, auf dem Bereich, dann hätte die Kamera das noch aufgenommen. Ja. Versteht ihr? Die Situation war einfach hier zu dunkel und hier zu hell. Das ist das, was wir gestern besprochen hatten. Okay. Hier stört es nicht, weil dein Motiv ist sozusagen hier innen drin. Aber warum, also ihr hättet auch theoretisch mal probieren können, das Bild so zu beschneiden, ohne dieses helle Drumherum. Aber wir fanden das gerade mit den Pflanzen und wegen dem Weiß fanden wir das eigentlich so cool. Ja. Wir sind wieder bei einem ganz wichtigen Punkt. Fotografie kann man nicht in Regeln fassen. Ich kann euch nicht sagen, das wäre schöner gewesen. Okay, ich kann euch bloß sagen, probiert's mal aus. Weil oftmals täuscht man sich, wie negativ dieses Weiß wirkt. Dazu kommen wir heute. Ihr habt in eurem Leben noch niemals Weiß gesehen. Weil Weiß tut in den Augen weh. Mhm. Wenn ihr Weiß seht, dann seht ihr das Weiß am Ende des Tunnels. Und dann seid ihr tot. Mhm. Weiß ist zu viel Licht und wenn ihr zu viel Licht ins Auge bekommt, du kannst dir mal eine Taschenlampe ins Auge halten, dann ist das Schmerz. Ja. Das heißt, Menschen haben sogar Weiß mit Schmerz verbunden. Also das ist jetzt echt hart in der Aussage, ich weiß das, da muss man erstmal drüber nachdenken. Kein Mensch auf der Welt hat jemals schon Weiß wirklich gesehen, ohne Schmerz zu empfinden. Was wir sehen, wenn wir ein weißes Blatt Papier ins Licht halten, selbst die Wellen, die sind irgendeine Art von Grau, die sind nicht weiß, strahlend weiß. Und das ist hier halt reines Weiß. Das tut euch nicht weh, weil es nicht zu hell ist, aber es existiert nicht in eurem Kopf. Versteht ihr? Okay. Also kein Mensch auf dieser Welt kennt Weiß. Und das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Mhm. Wir gehen mal weiter. Schönes Foto, aber warum nicht noch ein bisschen mehr die Blume aufgenommen? Du hast das gemacht, oder? Ja genau, mit dem Handy.
Ja, es ist schön, ich meine, hier sieht man noch so einen Maschendrahtzaun und hier sieht man noch so ein bisschen alte Steine, die hier rumliegen. Das ist zu viel Müll auf dem Foto, meiner Meinung nach. Okay. Nur die Blume wäre wunderschön gewesen. Das Drumherum macht so ein bisschen kaputt. Tut mir leid, wenn ich jetzt so Kritik anwende. Ne? Es ist bloß leichter zu kritisieren, als irgendwie, ja, es sind tolle Fotos, die ihr gemacht habt. Und wir meckern hier schon auf einem sehr hohen Niveau. By the way, wie war das mit diesem Hell-Dunkel-Verschieben? Also die Kamera nur draufdrücken und heller und dunkler machen. Wie fandet ihr das? Ich habe es die ganze Zeit benutzt. Ich habe es auch die ganze Zeit benutzt und geguckt, in welche Situation das halt am besten wie aussieht. Ist also eigentlich schön. Ne? Also selbst jetzt nach der Lektion, ne, wenn ich so hin und wieder jetzt mal die Kamera nochmal habe und so ein bisschen fotografiere, benutze ich das immer noch. Also es hat gar nichts mit der Lektion zu tun. Ihr werdet lachen, aber ich fotografiere in vielen Situationen genauso. Und ich fotografiere schon Jahre und es ist einfach das Schönste, weil man visuell gleich einen Anreiz bekommt. Was ihr seht durch dieses spiegellose System, ihr habt ja keine, also früher waren ja Kameras so, dass man durchgeguckt hat. Mhm. Deswegen hießen die ja Spiegelreflexkameras, weil man durch den Spiegel nach vorne geguckt hat. Okay. Und ihr habt ja kleine Displays. Du hast ein Display oben verbaut, in der Kamera, hier innen drin. Ja. Und du hast eben halt nur das Display unten, aber was ihr seht, ist ja im Endeffekt da oben drin schon das fertige Foto. Ja. Das heißt, alle anderen Fotografen, die nicht so eine spiegellose Systemkamera verwenden, müssen Foto machen, drauf gucken, Foto machen, drauf gucken, um zu sehen, wie es wirklich wird. Ah. Was ihr seht, ist hier das fertige Foto, bevor ihr auslöst. Mhm. Und was ihr in euren Kopf bekommen müsst, ist, dass das Foto ist, gut ist. Ich hatte mal eine Spiegelreflexkamera tatsächlich einmal in der Hand, irgendwie vom Freund mal ein bisschen geknipst. Ich erinnere mich tatsächlich jetzt gerade, wo du sagst, ich habe gemacht und dann immer geguckt und dann irgendwie irgendwas versucht, irgendwas zu drehen. Gemacht, wieder geguckt. Ja, und das ist, also ihr müsst auch mal eine Sache verstehen. Also, wenn bei mir im Team jemand Neues oder mit Fotografie anfängt, wir haben oftmals Schülerpraktikanten oder dergleichen, dann kriegen die eine Kamera spiegellos, genauso mit dem Sucher, mit dem Digitalen, und sollen fotografieren. Und die Aufgabe, die bekommen, ist, kein Foto zu machen, was nicht gut ist. Und dann sind die erstmal erschrocken, weil wie sollen sie es machen? Aber der Punkt ist ja, mit einer solchen Kamera sieht man das fertige Foto, bevor man aus den Auflöser drückt. Dich zwingt ja niemand, hier drauf zu drücken. Mhm. Du kannst ja erst dann drauf drücken, wenn du sagst, boah, das sieht aber gut aus. Ja. Und ich mache das ja im Endeffekt genauso. Ich drücke hier drauf, mache das Bild heller und dunkler und versuche mir erstmal, bevor ich den Auslöser drücke, anzugucken, sieht es denn heller oder dunkler besser aus. Ja, und deswegen haben wir auch diese Kameras für euch gewählt, weil es so einfach visuell ist. Mhm. Einen Eindruck sich holen, entscheiden und dann drauf drücken. Probiert bitte ab sofort auch mal, nächste Aufgabe auch für die Zuschauer, weniger zu knipsen, das heißt weniger Auslösungen zu machen, die dann nachher gelöscht werden müssen. Weil eigentlich hast du es vorher schon gesehen. Ja. Ja, wenn du ein Foto machst und du löscht es danach, dann hast du wissentlich auf den Auslöser gedrückt, obwohl du das Bild schon 1:1 gesehen hast. Ja. Ich habe jetzt noch mal eine Frage und zwar, mir ist es gestern tatsächlich passiert, ich wollte fotografieren, habe in den Sucher reingeguckt, habe an der Helligkeit geschraubt, habe das Bild gemacht, habe dann nochmal drauf geguckt und das ist ein ganz anderes Bild. Ja, kann ich dir erklären? Also, wir gucken uns hier einfach mal das Display an. Du hast Folgendes gemacht und zwar, wenn du mit der Belichtung, Entschuldigung, ich drehe jetzt falsch rum. Hier vorne. Ich muss wieder auf Null stellen. Ach so. Wenn ich mit der Belichtung in einen Punkt gehe, der über das Sinnvolle hinausgeht, sozusagen, dann macht die Kamera ein Foto und es stimmt nicht mehr. Das heißt, bei zu krassen Änderungen, das nennt sich über 5 Blendenstufen, über 5 Blendenstufen, sagt die Kamera, du bist doch bescheuert, das mache ich nicht mit. Ja? In dem Bereich, wo wir hier drin sind, da passt das alles. Oder es gibt noch eine weitere Sache, manchmal kann es sein, dass es für die Kamera noch zu hell ist. Das kann wirklich passieren. Ich glaube, das war nämlich der Fall, weil ich bin dunkler gegangen, habe das Bild gemacht und das Bild war heller. Und wenn es zu hell ist und die Kamera es einfach nicht mehr hinbekommt, dann gibt dir die Kamera das dunkelste Bild sozusagen, was sie geben kann. Das geht auch in die andere Richtung beim hellsten Bild. Also in diesen ganz Extremen, da kann es passieren, dass es nicht mehr 100% passt, wobei eigentlich zeigt sie dann, also hier ist die Situation nicht der Fall, aber eigentlich zeigt es dir dann an, dass es anfängt zu blinken hier unten. Okay, okay. Gut. Ich habe mich nur gewundert. Ja, das ist ein Nachteil von Spiegellosen. Irgendwo hört das Ganze auf, aber der Vorteil überwiegt. Ich meine, wenn du sagst, das Bild gefällt dir, dann kannst du draufdrücken. Wenn du sagst, boah, das Bild ist mir noch irgendwie zu hell, dann gehst du hin und sagst, so sieht es viel schöner aus, jetzt mache ich das Foto. Ja. Du brauchst aber nicht beide Fotos machen, um danach zu Hause zu entscheiden oder hier in der Kabine, auch welches ist ein schönere Bild. Sondern du musst deinen Kopf trainieren, das direkt zu machen, vor Ort. Okay. Ja? Gucken wir jetzt noch mal ein paar Bilder an. Mega cooles Bild. Es wurde dann keine Sonne mehr, ne? Da seid ihr in den Schatten gegangen, oder? Nee, es war halt wolkig. Es war
gab überhaupt keinen Schatten quasi, es war überall Schatten. Es war überall Schatten. Was habt ihr gemerkt, im Gegensatz zur Sonnenzeit hier, die noch hier war? Ja, ich erinnere mich noch ganz genau, wir sind dann irgendwie kurz vorm Schiff runtergegangen, weil wir gerade noch ein paar Bilder machen wollten. Ja. Und ich habe gerade so in die Kamera reingeschaut und ich meinte, geil, das sieht irgendwie voll gut aus auf dem Bild. Ich habe gar nichts gemacht, aber das sieht irgendwie mega gut aus. Also die Haut, die schien irgendwie viel angenehmer. Also mir kam es so vor, als ob das Fotografieren wirklich, wenn jetzt kein starkes Licht ist, einfach viel einfacher ist. Der Punkt ist, und das ist unser heutiges Thema, Licht ist mit Vorsicht zu genießen. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ja, blöder Spruch, aber stimmt. Und diese Dynamiken, diese Kontrasten, die können ablenken. Und oftmals ist es so, dass sie auch einfach nicht schön aussehen, wenn hier auf dem Brust, so wie am Anfang, einfach ein weißer Fleck ist. Der lenkt natürlich auch ab. Und das, also, wenn das nicht der Fall ist, weil die Wolken vor der Sonne sind, dann gibt es diese Gefahr eben auch gar nicht. Also es ist einfacher, weil es weniger Stolperfallen gibt, aber es wirkt auch alles irgendwie ein bisschen matschiger. Die Gefahr ist, dass du halt dann einfach auch irgendwie nur noch trübe Stimmung hast. Also man sieht es ja hier so ein bisschen so richtig knackig. Ist es jetzt nicht mehr, aber es ist sehr schön. Also ihr merkt. Das ist genau dasselbe. Genau dasselbe. Wo ihr hier seht ihr wieder, da hört die Dynamik auf. Merkt ihr, dass diese Wolkenband zu Ende? Da ist weiß, wobei hier stürzt jetzt eigentlich gar nicht so richtig. Schöner Moment. Habt ihr auch mal Sport probiert? Was war das? Das war aus dem Auto raus, aus der rasenden Taxifahrt. Der Taxifahrer ist ungefähr mit 200 durch die Serpentinen gefahren. Okay, und ihr seid aber lebend angekommen, wie ich sehe. Es gab zwar keinen Anschnallgurt, aber ja. Es gab keinen Anschnallgurt. Nee, ich habe probiert, mich anzuschnallen. Nee, ich hab fotografiert. Und ich saß da so, oh Gott. Okay, du hast aus dem fahrenden Auto, hier sieht man noch das Ding rausfotografiert. Genau. Ging? Ja, ich war ziemlich überrascht, weil mit dem Handy wäre es halt nicht möglich gewesen, weil da wäre es auf jeden Fall alles verschwommen. Ein paar Bilder waren verschwommen, aber ich war echt überrascht, dass die so gut aussahen. Und da, finde ich, sieht man halt auch halt diese knackigen Kontraste und diesen schönen halt, ne? Also bei solchen Bildern ist Sonne extrem genial. Die Farben sind stärker, alles ist brillanter, alles ist kontrastreicher. Und es gibt ja auch ganz viele kleine Schimmer und ganz viele kleines. Also das ist sehr schön, aber für menschliche Haut wirkt es oftmals, oder für Menschen wirkt es ein bisschen unangenehm. Aber das ist jetzt so typisch Urlaubsfotografie, wo man manchmal einfach gar keine Zeit hat. Überhaupt irgendwie rauszusteigen und ein richtiges Foto zu machen. Kleine Anmerkung, es ist schöner, wenn die Person sozusagen ins Bild reinguckt, anstatt raus. Ja, also bei Porträts gewöhnt euch an, nur mal ein kleiner Tipp, obwohl es hier nicht um Porträts gehen soll, lasst die Person ins Bild reingucken. Das heißt, wenn jetzt dieser Kopf hier wäre, dann wäre das noch ein bisschen schöner, weil es dem Porträt Raum geben würde. Okay. Ja? Also nicht rechts und dann rechts rausgucken lassen. Oh, schön. Also habt ihr wunderbar gemacht. Schöne Wolkenzeichnung, Dynamik hier, das Ganze mit dem Hafen und noch schöne Linien hier unten im Bild. Und das ist eigentlich sehr schön, das Bild, aus einem ganz einfachen Grund. Es zeigt Schiff, es zeigt Hafen, es zeigt Natur. Also ihr habt hier sozusagen alles eingebaut. Viele Leute hätten sich wahrscheinlich über die Reling gebeugt und hätten das Foto gemacht einfach vom Hafen. Dann hätten sie aber ins Bild nicht was reinbekommen? Das Schiff. Dass sie auf einem Kreuzfahrtschiff sind. Arbeitet damit, dass ihr Elemente im Bild habt, die Dinge erzählen. Die Reling ist Schiff. Das ist Hafen. Und da hinten, da sieht man Karibik. Also man muss nicht immer alles sozusagen groß draufschreiben. So ein Passkartenbild. Ja, das ist so ein bisschen, ich glaube, du hast es auch hier schon mal einmal gemacht. Moment, nee, es kommt, glaube ich, noch hier. Das ist ja das Gleiche. Jeder, der in Deutschland ein bisschen Fernseher hat und mal ein bisschen irgendwie auch im Netz unterwegs und ein bisschen Werbung bekommen hat, der weiß, dass ein Schiff im Hintergrund mit weiß-blau, was ist? AIDA. AIDA, ja. Ja, Kreuzfahrtschiff, weiß-blau, AIDA. Das ist viel schöner, als wenn jetzt hier stehen würde, AIDA. Mhm. Und dann irgendwie noch zeigt man auf so ein Schild drauf oder sowas. Es ist richtig kitschig. Also da habt ihr es wunderbar gemacht, wobei an dem Foto ist übrigens nicht so schön, dass ihr so einen Heiligenschein hier oben aus dem Gesicht wächst. Achte da ein bisschen drauf, was Hintergrund ist und was Motiv ist. Wir fanden hier halt dieses gelbe Ding halt noch ganz cool, ja, was man jetzt nicht mehr so viel sieht, weil das Kleid drüber ist, aber an sich waren die Farbe auch. Warum habt ihr nicht schräg fotografiert? Ja. Dann wär ihr Kopf sozusagen ungefähr an dem Punkt gewesen, neben diesen Bullaugen. Nur mal Option. Macht mal, und das ist auch die nächste Aufgabe für unsere Zuschauer, macht mal ein bisschen ruhiger vom Fotografieren. Lernt mit den Augen zu sehen. Nehmt die Kamera erst hoch, wenn ihr auch wirklich fotografieren wollt. Ein großer Fehler, den viele machen, gerade im Urlaub, ist, dass sie durch die Kamera sehen. Aber durch die Kamera sieht man nicht, durch die Kamera fotografiert man. Okay. Das heißt, Step 1,
beim Fotografieren ist erstmal gucken. Was ist hinter ihr? Ist der Horizont? Kommt da ein Baum? Ist da irgendwie ein Ast, der sie greift oder sowas? Oder steht sie gerade Ton in Ton mit rotem Kleid vor roter Wand? Sowas ist, man wird ein bisschen betriebsblind, wenn man Fotos macht. Ihr habt das sicherlich schon mal gemerkt. Man fotografiert und nachher guckt man sich die Bilder an und sagt, ehrlich? Das habe ich gar nicht gesehen. War das wirklich da? Ja. Und man glaubt gar nicht, dass man es fotografiert hat. Mhm. Kennt ihr es? Auf Partys. Okay. Aber es wird häufiger noch kommen auf der Reise. Nochmal aus dem Auto raus fotografiert, finde ich einen tollen Schuss. Ja, auch sehr toll im Schatten, aber ich hätte wahrscheinlich probiert, vielleicht deinen Kopf hier drauf vorzumachen, damit die Tür damit man das wegnimmt. Und ihr seid sehr, 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 also das habe ich bei euch oft gemerkt, dass du oftmals genau die Größe hast, die das Bild hoch ist. Probiert mal ein bisschen andere Schnitt zu machen. Probiert zum Beispiel mal ein Quadrat zu machen mit hier oder probiert mal nach oben hin Platz zu lassen oder probiert mal wirklich dann Weitwinkel 12 mm, nochmal 3 Meter zurückzugehen. Also egal was ihr macht, versucht alles nochmal extremer zu machen. Wollt ihr mehr drauf haben, geht nochmal 3 Schritte zurück. Wollt ihr nahe ran, geht nochmal näher ran. Okay. Wenn du eine Blume fotografieren willst und du denkst, du bist nahe dran, mach's noch näher. Okay. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wow, toller Schuss. Habt ihr schon mal was vom goldenen Schnitt gehört? Nee, also ja. In der Schule, glaube ich. Halb perfekt gemacht. Ja, aber die Sonne ist jetzt nicht mittig gemacht, wie viele es gemacht hätten, sondern ist so leicht versetzt. Damit gibt es dem Bild so ein bisschen Asymmetrie und es wirkt viel spannender. Toller Schuss. Die Mitte ist das Highlight, die Sonne, es reflektiert, der Untergang, die Wolkenstrukturen, perfekt. Super toll gemacht und das einfach nur mit hell-dunkel drehen. Ja. Ich würde sagen, wir haben genügend Bilder von gestern gesehen, habt ihr tippitoppi-top gemacht. Heute wird es natürlich viel besser und viel spannender, aber jetzt kümmern wir uns erstmal darum, was es heute neu zu lernen gibt. Cool. Weiter geht's mit unserem Crashkurs Das perfekte Urlaubsfoto. Und gestern hatten wir gelernt, was es heißt, mit hell-dunkel zu arbeiten. Heute möchte ich gar nicht so viel mehr einbringen, denn das Wichtige ist beim Fotografieren, dass man seinen Kopf frei hält. Fotografieren wird oftmals viel zu krass irgendwie so vermittelt, als ob das eine Wissenschaft wäre. Vielleicht ist es das auch, aber es bringt einem nichts, wenn man einfach nur tolle Fotos machen möchte. Ihr müsst erstens üben. Und ich habe ja auch gerade im ersten Teil schon verschiedene Mini-Aufgaben gesagt. Ich habe gesagt, erstens mehr hingucken. Ja, mehr hingucken und weniger nachträglich gucken, oh, das wurde nichts oder das wurde nicht. Mehr Extreme vom Motiv her. Wenn Weitwinkel, dann richtig Weitwinkel. Wenn nah, dann richtig nah ran machen. Vier. Mehr mit Brennweite spielen. Ja, das sind alles Dinge, die ihr schon als Aufgabe habt. Und ich möchte jetzt nur sozusagen jetzt nochmal den fünften Punkt hinzubringen. Den machen wir aber auf der nächsten Seite. Und den habe ich auch schon angesprochen, weil ich habe gesagt, weiß gleich Schmerz.
Wenn ihr euch erinnert, dass ich es gerade eben gesagt habe. Das ist sehr hart formuliert. Es gibt viele schöne Bilder, die hell sind, die überstrahlend sind und die auch schön aussehen. Aber das ist mit Vorsicht zu genießen. Normalerweise ist es so, dass je weniger man Erfahrung hat beim Fotografieren, umso heller und umso bunter und umso krasser macht man seine Fotos. Und dann merkt man erst über die Zeit, dass eigentlich das realistische Sehen, so wie wir wirklich sehen gewohnt sind, eigentlich am schönsten sind. Wenn ihr die Bilder hier nochmal anguckt, die wir vorhin oder die ich ausgewählt hatte als tolle Bilder, dann werdet ihr merken, dass die fast so aussahen alle, wie wir wirklich gestern den Tag erlebt haben. Das heißt also, weggehen von diesem Künstlichkeit hin zu mehr echt. Versucht Dinge zu fotografieren und zu finden, die von der Dynamik einfach wirklich so das Ganze wiedergeben, wie ihr es seht. Man rennt auf dem Schiff umher und fotografiert. Liebe Zuschauer, wir haben heute ja diesen Seetag. Wir fahren zur Dominikanischen Republik und erst dort gehen die richtigen Landausflüge los. Und wenn ihr dann an Land seid und es geht mit Ausflug, mit Bus, und dann wird viel mehr Hektik da sein. Hier habt ihr heute noch Zeit, die Kamera kennenzulernen und. Und jetzt habe ich mal ein paar Fragen an euch. Und zwar, was sind denn eigentlich eure Fragen aus dem gestrigen Tag? Gab es irgendwas? Jetzt habe ich gerade gedacht, ich falle um. Kennt ihr das hier? Ich dachte gerade wirklich, ich fall um. Habt ihr irgendwelche Fragen aus dem gestrigen Tag? Zur Kamerabedienung, zu sonst was? Ich habe tatsächlich eine Frage, wo mir nicht ganz klar war, und zwar beim Fokussieren. Mhm. Wir machen mal die Kamera an. Ja, am besten. Ja? Vielleicht kann ich das auch. Ja, ich mach's mal ein bisschen heller, damit wir was sehen. Okay. Und zwar, wenn ich so kurz, genau, da war's schon. Wenn ich so kurz davor bin zu fotografieren, dann kommen immer diese viele Rechtecke auf, diese Quadrate. Diese Rechtecke sollen dir zeigen, wo die Kamera überall scharf gestellt haben. Und das kann auch an zwei verschiedenen Stellen im Bild sein. Wenn nämlich zum Beispiel zwei Finger sind und du stellst auf meine beiden Finger scharf, dann sind die beiden Finger scharf und mein Gesicht nicht. Also würde die Kamera wo ein Dreieck zeigen, also ein Viereck? Hier links und hier rechts, hier. Aber nicht in der Mitte. Verstehst du? Und deswegen, wenn du hier drauf gehst, zeigt die dir ungefähr diese Ecke und dieser Motorblock, die sind beide scharf. Das heißt aber auch, überall, wo die Rechtecke sind, das ist alles auf einer Ebene, oder? Das ist auf einer Ebene. Genau, derselben Entfernung. Genau, das ist dann sozusagen, also wenn man es mal von oben anguckt, hier ist deine Kamera, hier ist ein Objekt, hier ist ein Objekt, hier ist ein Objekt, hier ist ein Objekt und hier ist ein Objekt. Und wenn du jetzt zum Beispiel, oder mal hier, auf dieses scharf stellst, dann ist alles, was auf dieser Ebene ist, sozusagen ebenfalls scharf. Okay. Ja? Okay. Deswegen, wenn ihr Selfies macht, solltet ihr aufpassen, dass nicht das passiert, was vorhin bei euch passiert ist. Und zwar, Moment, hier. Da habt ihr nämlich die Schärfe so ein bisschen hinter euch gesetzt und eure beiden Köpfe sind vorne so ein bisschen leicht unscharf, einfach weil diese Ebene hier hinten durchgeht. Aber Achtung, da ist nicht die Kamera schuld, sondern meistens verändert man die Armdistanz. Wenn man die Armdistanz bewegt, dann macht man was mit der Ebene der Schärfe? Ja, die verschiebt sich. Man verschiebt die mit. Das heißt, man fokussiert an, macht dann die Kante ein bisschen anders und plötzlich hat man die Hand verschoben und sozusagen die Schärfe nach hinten rausgedrückt. Ja. Also wenn ihr einmal anfokussiert habt, dann ist auch gut. Also dann dürft ihr nicht mehr großartig mit der Kamera euch bewegen. Okay, Guter Punkt. Übrigens, man kann, das kommt aber auch noch, mit dem Finger der Kamera sagen, wo man überhaupt erstmal im Grunde genommen scharf gestellt haben möchte. Ja. Ja, also wenn ihr irgendwas habt, was wirklich, das soll scharf werden, ich muss aufpassen, dann könnt ihr mit dem Finger das einfach scharf machen. Und was auch wichtig ist bei deiner Kamera, du kannst hier oben durchgucken, da ist hier oben der Sensor, wenn du da hinkommst, dann wird ja oben das Display hier oben hell. Du kannst trotzdem noch weiter bewegen. Das heißt, ich schieb mal auf dem schwarzen Display meinen Fokus nach unten. Wenn ich jetzt hier weggehe, dann seht ihr, wo ist der Fokus? Hier unten. Also du kannst die bedienen, hier oben durchgucken und weiter mit der Hand den Fokus verschieben. Muss ich mal ausprobieren. Ja? Ja. Perfekt. Weitere Frage. Hast du eine Frage irgendwie? Ja, für mich war einfach nur so diese Umstellung von Handy auf Kamera das Krasseste. Mhm. Da musste ich so ein bisschen einfach klarkommen. Vor allem auch, wenn ich Selfies mache mit der Kamera, muss ich in die Kamera gucken, aber will eigentlich ja mich angucken, aber dann gucke ich nicht in die Kamera, sondern drüber oder aber so. Das Problem hast du ja auch beim Handy auch, ne? Wenn du aufs Display guckst. Immer direkt. Da guckst du in die Linse. Ja, dann sieht das so aus, als würde ich den Zuschauer angucken sozusagen. Okay. Wir machen heute noch ein bisschen Selfie-Coaching. Ja. Das machen wir gleich nochmal. Es gibt sowieso auch eine Folge, mit der ich ein bisschen mehr darüber machen möchte, aber wir können das noch ein bisschen optimieren wahrscheinlich. Da kann ich euch ein paar Tipps geben. Was ich euch noch zeigen wollte, deswegen habe ich dich auch gerade gebeten, dein Handy hier hinzubringen, ist, wir sind ja hier auf der Kreuzfahrt
Und was wollen wir eigentlich die ganze Zeit tun? Wie wahrscheinlich fast alle anderen auf dieser Kreuzfahrt auch. Social Media. In Social Media unseren Familien, unseren Freunden neidisch machen, eifersüchtig machen und sagen, guck mal, wie cool mein Leben hier ist. Das heißt, die Bilder müssen eigentlich hier gemacht werden. Und wo? Halbe Stunde später sein? Oder am besten 5 Minuten später? Facebook, auf dem Handy und WhatsApp. Dann im Netz. Das ist ja auch der große Vorteil, sind wir ganz ehrlich, vom Handy. Du machst die Fotos und du kannst sie direkt irgendwo hochladen. Mit der Kamera ist es immer so umständlich, aber das war mal so, das waren Zeiten. Beide eure Kameras sind ausgestattet mit einem eigenständigen Wi-Fi-Modul. Ja, auch die kleinere Kamera, die ja nur 500 Euro kostet, hat dieses Wi-Fi-Modul, was übrigens viel teurere Spiegelreflexkameras heutzutage noch nicht haben. Also nur ausgewählte Kameras haben Wi-Fi, teilweise muss man 100 Euro zahlen, um ein Modul extra zu kaufen, die dieses Wi-Fi dann macht. Folgendermaßen, es gibt eine App. Du musst jetzt mal deinen Code eintippen, ich mach mal hier, achso, das ist schon frei? Nee. Moment. Achso, ja, ja doch, dein Finger macht's. Es gibt eine App, das wäre diese Panasonic Image App. Diese App kann man sich kostenlos aus dem App Store runterladen, das kannst du auch machen, Arthur, mit deiner Kamera. Und dann ist folgendermaßen, ich muss der Kamera nur sagen, bitte bau mir ein WLAN auf. Mhm. Das geht so ein paar Meter, wenn ihr im Meter ungefähr Abstand seid, dann ist es am schnellsten, meiner Erfahrung nach. Das geht hier an der Kamera, indem ich hier das äußere Menü reinfahre. Seht ihr das? Also, ja. Moment, ist okay. Ich fahre das aus dem Menü rein und da oben ist dieses WLAN, da ist das WLAN-Zeichen. Ja? Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann baut die Kamera ein WLAN auf. Und dieses WLAN kann ich jetzt mit meinem Handy dann auffassen. Ich muss das mal anmachen, genau. Wenn ich das gemacht habe einmal, und ich habe es bei dir auch gleichzeitig gemacht, da ist jetzt die G81, das ist jetzt seine Kamera. Du solltest übrigens das Netzwerk wieder rauslöschen gleich aus deinem Handy, weil sonst macht Arthur sein Wifi an und dein Handy verbindet sich damit. Ja, dann. Ja? Okay. Jetzt hat er es verbunden. Es ist ohne Passwort, aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich in die Image-App gehe, dann baut die Verbindung auf und du wirst an der Kamera nochmal gefragt, ob du zulassen möchtest, dass dieses Handy auf die Bilder zugreift. Also keine Sorge, niemand sonst auf dem Schiff kann auf eure Fotos zugreifen, es sei denn, du machst ja. Und jetzt habe ich eine Verbindung beider Geräte und kann hier auf Bildübertragung gehen, auf Auswahlübertragung. Und jetzt greift die Kamera wirklich auf alle Bilder zu, die auf deiner, auf deiner Speicherkarte sind. Und zeigt sie dir hier an. Und zwar gar nicht so unschnell. Da war hier das Bild, was gestern natürlich vom Sonnenuntergang gemacht wurde. Und du könntest jetzt einfach hingehen und sagen, bitte das einmal aufs Handy schieben. Und das war's. So praktisch. Also, du lässt die Kamera beim Essen einfach nur neben dir liegen und fängst an, am Handy auszuwählen, welche Fotos du haben möchtest. Und wie du gesehen hast, du kannst hier durchgehen. Oh, auch nochmal schön, zack, runter. Ich kenne das tatsächlich von der GoPro. Ja, genau. Ja, das ist genauso. Ja. Also das hier ist unglaublich effektiv, weil damit bekommt ihr eure Fotos auch direkt ins Netz und direkt übertragen. Und es ist auch die Vorstufe für etwas, was ich gleich noch erklären möchte. Vorher gibt es aber eine Sache, und zwar es gibt ein bisschen Ausrüstung. Arthur, du hast ja einen Sucher hier. Da oben ist ein Display verbaut. Was du ja nicht hast, du hast ja nur das Display. Mhm. Und hier, wenn jetzt die Sonne scheint, habt ihr schon gemerkt, was ist das Problem, wenn ihr mit der Kamera in der Sonne steht? Man kann nicht so gut erkennen auf dem Display. Man kann nicht so gut erkennen auf dem Display, vor allem wenn du noch Sonnencreme oder irgendwie ein Öl dran hast und es ist verschmiert, dann ist es irgendwann mit der Erkennbarkeit ein bisschen schlecht. Deswegen bekommst du eine sogenannte Displaylupe, die hältst du über das Display drüber und wenn du jetzt hier reinguckst, dann wirst du alles erkennen oder können. Soll ich? Ja, du kannst auch gerne mal, Moment, wir machen hier mal Play. Jetzt sagt er gerade, ich bediene an der Kamera. Vielleicht sollten wir erstmal das WLAN ausmachen. Moment. Mhm. So, einmal Verbindung beenden. So, und jetzt könnte man hier auf Play machen und du könntest dir das Bild direkt angucken, wie es ohne Sonneneinstrahlung aussieht. Also so, jetzt sehe ich was. So sehen alle Leute, die nachher nicht in der Sonne stehen, dein Bild. Das heißt, das in der Tasche zu haben und in den nächsten Tagen, wenn du am Strand bist, einfach mal zu gucken, wie sieht das Bild wirklich aus, ist sehr wichtig. Ja. Das ist für dich. Und für euch beide, jetzt muss ich mal gucken, da unten ist es. Ich tauche mal kurz ab und bin wieder da. Habe ich auch noch etwas mitgebracht. Sagt mal, warum habt ihr keine Fotos hier bei Nacht gemacht, beim Feierabend? Also du hattest ja, glaube ich, so ein bisschen versucht, ne? Ich habe nur mal am Abend, wo wir abgelegt sind, habe ich probiert, ein paar Bilder zu machen, aber ist die ganze Zeit verwackelt. Es war verschwommen alles. Genau, ich habe draufgehalten, ich habe stillgehalten, ich habe gemacht und trotzdem war wieder, als ob ich irgendwie so einen Schwenker reingezogen habe. In Grenzsituationen ist natürlich so, dass die Kameraautomatik auch an Grenzen kommt.
Und da müssen wir irgendwann die Tage eine bessere Lösung finden, als nur dieses hell-dunkel machen. Aber das Hauptproblem ist erstmal, dass wenn das Licht weggeht, ihr eben nicht mehr so viel Licht zum Fotografieren habt, wie die Kamera oftmals braucht. Dieses Objektiv ist ein sogenanntes Zoom-Objektiv, weil es ja von dem Weitwinkel bei 12 mm, sozusagen 12 mm ist dann der Weitwinkel, bis auf 60 mm, das wäre so ein leichtes Tele, geht. Ja, Zoom. Das könnt ihr einfach zoomen und das Problem dabei ist, dass diese Zoom-Objektive nie so viel Licht reinlassen wie Spezialobjektive. Und das, was ich hier in meiner Hand habe, das hier, übrigens, das ist die Gegenlichtblende, das so nennt man das, das ist, damit kein Licht von außen das Objektiv trifft, ist aber einfach nur Plastik, damit kein schräges Licht anfällt. Das hier ist eine Festbrennweite. Und diese Festbrennweite hat nur eine Brennweite, nämlich liegt genau dazwischen bei 25 mm. Ja? Okay. Diese Objektiv lässt ungefähr, lass mich raten, 8-mal so viel Licht rein auf den Sensor wie dieses Objektiv. Das heißt, wenn du bei Nacht bist, kannst du das Licht, was noch da ist, viel besser auf den Sensor bringen und damit auch viel länger Fotos machen. Aber dafür hat es eben nur eine Brennweite. Ja? Ihr könnt nicht mehr zoomen. Was auch noch dazu kommt, sind weitere Vorteile einer Festbrennweite. Ist zusätzlich, dass mehr freigestellt wird. Freigestellt ist dieses Unscharfwerden im Hintergrund. Ja, das Motiv vorne ist scharf und der Hintergrund ist ebenso verschwommen. Sieht man wahrscheinlich gerade auch mit dieser Close-Up-Kamera sehr gut. Wenn die Close-Up-Kamera mal unten auf die Kamera geht, ja, dann ist hier wahrscheinlich irgendwo jetzt gerade die Schärfe. Und hier hinten meine Hand, da kann man die Uhr schon nicht mehr richtig erkennen, weil die in der Unschärfe liegt. Das funktioniert mit diesem Objektiv sehr viel besser, weil eben die Blende weiter geöffnet ist. Zu diesen Spezialbegriffen gibt es nochmal eine extra Folge. Okay. Ja. Gut. Klar. Das hier, darum werdet ihr euch prügeln, weil das sieht so geil aus und es ist eigentlich relativ vergleichsweise günstig. Und für mich ist es ein immer drauf. Es gibt Fotografen, die haben nur, Profifotografen, dieses Objektiv und fotografieren alles damit. Das ist sozusagen Pflicht. Es sieht mega geil aus, es ist optisch gesehen noch mal besser als ein Zoom, weil es eben ein Spezialobjektiv ist. Hier konnten die Konstrukteure sagen, 25 mm, übertrieben, übertragen 50 mm, das ist meine Brennweite. Ja. Während hier müssen sie gucken, dass sie über alle Brennweiten verteilt eine ordentliche Qualität erreichen. Ja. Das ist so wie beim Auto. Ein Rennauto ist besser auf einer Rennstrecke als eine Familienkutsche, die alles irgendwie muss. So, ne? Also ist einfach so. Spezial ist immer besser. Ja. So. Das gebe ich erstmal dir und dann würde ich sagen, ihr tauscht das Objektiv, aber nehmt dann vielleicht ein 12-32, nehmt das weg und ihr nehmt euch sozusagen dieses 12-60er oder aber das 25er. Okay. Okay. Ja? Ja. Habt ihr irgendwelche Fragen diesbezüglich? Ja, ich denke, wir werden das mal heute Abend dann ausprobieren. Ne? Und, wichtig ist, macht mal hier nochmal dran. Nehmt mal das hier. Ja, wir nehmen es mal ran. Wir machen es ran, ja genau. Ihr müsst hier nur auf eins gucken. Entschuldigung, dass ich unterbrechen, gebrochen habe. Jetzt kommt die Durchsage. Wir machen hier einen Cut. Die Durchsage ist vorbei, wir können weitermachen. Ja, was ich sagen wollte, hier war ja, die Kamera mache ich mal an. Und ihr seid ja immer noch in diesem A-Modus, der Blendenpriorität, Aperture. Und ihr haltet hier diese Zahl, habe ich ja gesagt, immer klein. Und bisher war die ja bei euch so bei 3,5 oder 5,6, so in dem Bereich. Und jetzt guckt mal, was mit diesem Objektiv plötzlich möglich ist. Es geht runter bis 1,7 und versucht erstmal mit 1,7 zu fotografieren. Also ich bin tatsächlich da gestern immer mal wieder dran gekommen. Dann schließt sich die Blende, ja, wenn die Zahl hochgeht. Und damit nimmst du dir selber Licht weg. So würde ich es mal formulieren. Okay. Wenn ich hoch in den Zahlen gehe. Wenn die Zahlen hochgehen, wird immer kleiner. Okay. Ja, das ist ein bisschen komisch. Also es ist logisch, wenn man Mathematik studiert hat, so kann man es was sagen. Aber ich muss euch jetzt nicht mit hier Mathe zudrücken. Merkt euch einfach, die Zahl so klein wie möglich zu halten, dann ist so viel Licht wie möglich drin. Okay. Ja? Also, Zahl klein ist immer gut. Ich hoffe, dass ich nicht von meinen Kollegen gelyncht werde, weil ich das so einfach formuliere. Also liebe Fotografen, Kollegen da draußen, das hier ist eine Urlaubsstrecke und damit ist solche Sachen hoffentlich auch erlaubt. Man könnte auch hinschreiben, übrigens Zahl klein gleich teuer. Also je kleiner diese Zahl ist, umso teurer wird es. Wir haben hier Objektive dabei, die gehen auf 1,2 runter und die kosten aber das Siebenfache. Hey, ja, also für diese letzten 0,5 braucht man richtig, also dann wird es richtig teuer.
Ja. 1,7 ist aber schon mal richtig gut. Damit könnt ihr auch wirklich dann nachts einen Hafen fotografieren. Man kann auch richtig tolle Sachen damit machen. Cool. Ja? Ja. Super. Gut. Ihr habt jetzt die Übertragung und jetzt kommt das allerletzte für den heutigen Tag. Und zwar, ich habe euch ja gesagt, dass ihr, ein Fotobuch machen sollt. Und ich habe auf diesem Tablet, was ihr natürlich mitnehmt, habe ich drauf eine App. Ich muss mal gucken, ob die Helligkeit hier stärker geht. Nee, geht nicht. Ich habe hier die CEWE Fotobuch App installiert. Und ihr könnt hier während der Reise euch ein Buch machen, indem ihr einfach sagt, ich will ein neues, also das machen wir nicht speichern. Ich mache ein leeres Fotobuch, lege ich mir an und kann dann meine Bilder reinziehen. Wir werden die Tage uns nochmal über Design ein bisschen genauer beschäftigen. Aber was ich gerne hätte, wäre, dass ihr ab sofort 2-3 Seiten pro Tag füllt mit Bildern. Mhm. Und am besten so, dass ihr am Ende der Reise fertig seid mit eurem Buch. Mhm. Ja? Ganz wichtige Sache, liebe Zuschauer. Oftmals kommt man auf Reisen mit Tausenden von Bildern nach Hause und dann setzt man sich nicht mehr dran, weil es einfach zu viel ist. Die Arbeit erschlägt einen oftmals aufgrund der Fülle. Deswegen ist eine Lösung, konstant während der Reise mitzuarbeiten. Ob man jetzt hier auf einer Liege liegt und ein Buch liest oder sich das Tablet nimmt und ein bisschen Bilder reinschiebt, das kann beides Urlaub sein. Bloß mit dem Ergebnis, dass man beim einen eben ein wirkliches, fertiges Fotobuch mit nach Hause nimmt. Die CEWE Fotobuch App könnt ihr euch 2 Apps anlegen und kann man auch immer wieder speichern, also bevor man es irgendwie losschickt. Und dann könnt ihr beide getrennt euer Buch jeweils befüllen. Und wie ihr die Bilder jetzt übertragen könnt, habe ich ja auch gezeigt. Ja. Und damit können wir eigentlich auch schon euch in den nächsten Tag entlassen. Cool. Ja? Super. Ja. Gut. Liebe Zuschauer, heutiger Seetag wird für die beiden nochmal bedeuten, auf dem Schiff fotografieren. Morgen geht es dann an Land und dann kommt Action an Land. Und ich versuche, oder ihr versucht jedenfalls, mal diese Arbeiten und Aufgaben, die ich euch hier im Kern erstmal erklärt habe, versucht die mal umzusetzen. Ja? Das sind die Tagesaufgaben. Bisschen mehr kleine Tagesaufgaben, aber nichtsdestotrotz Tagesaufgaben. Alles klar. Der erste Seetag auf der Idamar steht an. Dass man an Bord tolle Fotos machen kann, indem man auf das vorhandene Licht achtet, das versuchen Rachel und Arthur nun unter Beweis zu stellen. Die Ergebnisse werden wir in der nächsten Folge besprechen, wo es auch wieder neuen Input, diesmal zum Thema Brennweite, gibt. Ich hoffe, diese Folge des Crashkurses Das perfekte Urlaubsfoto hat richtig gefallen. Wenn dem so war, lasst doch einfach einen Daumen hoch beim Video, empfehlt die gesamte Strecke weiter an Freunde und Verwandte, die vielleicht demnächst in Urlaub fahren, oder abonniert einfach unseren Kanal mit ganz vielen anderen Videos rund um Fotografie. Und wer jetzt so richtig angefixt ist und mehr fotografieren will, der kann ja auch mal einen Blick auf unsere Einsteigerstrecke zum Thema Porträtfotografie werfen. Das ist unser eigentliches Thema, wo wir seit Jahren zu Hause sind, und wir haben uns sehr viel Mühe gemacht, einen Ratgeber, ein Tutorial von 0 auf 100 zu machen für Porträtfotografie. Damit würde ich sagen, verabschiede ich mich hier. Ich danke fürs Zuschauen, wünsche ganz viel Spaß im Urlaub. Richtig tolle Fotos, die vielleicht wir ein bisschen besser gemacht haben durch diese Folge. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge vom Crashkurs Das perfekte Urlaubsfoto.